auf Patrouille mit kenianischen Polizisten in Port-au-Prince. Von einem belebten Teil der Hauptstadt Haitis fährt das gepanzerte Fahrzeug in eine Trümmerlandschaft. Spuren von heftigen Kämpfen, geplünderte Geschäfte, menschenleere Straßen. Hier herrschte bis vor kurzem die Gewalt von Gangs, die Haiti den Ruf des gefährlichsten Landes der Welt eingebracht haben. In einigen Häusern sind noch immer Kämpfer verschanzt. The skulls are usually elected there in order to intimidate us, like sending a message, hey, don't make an attempt of coming through this street. We are here. But then we cannot be intimidated by such stuff. We have seen worse things than those. Der Auftrag der Polizisten an diesem Tag, sie sollen gestohlene Schiffscontainer aus dem Weg schieben, mit denen die Gangs die Straßen verbarrikadiert haben. Is it moving? Plötzlich Schüsse. Etwas ist auf dem Dach des gepanzerten Fahrzeugs gelandet. Eine Flasche, gefüllt mit Benzin. Ein Molotow-Cocktail soll das Benzin offenbar in Brand setzen, verfehlt aber sein Ziel. Stattdessen landet er in der Nähe eines Begleitfahrzeuges. Die Soldaten bekommen Anweisungen von Drohnenpiloten, die das Geschehen aus der Luft beobachten. Mike 2, Echo 1. The Tudors actually they have started positioning themselves with bigger containers than these ones, bigger ones. That is 5 liters and above, eh? So that when you go just below the building, they pour the fuel on us and then they burn. This was like a sign of a warning. Die kenianischen Streitkräfte erwidern das Feuer und ziehen sich schließlich zurück, vorbei an wenigen Zivilisten, die immer noch hier leben. Heute behalten die Gangs die Oberhand. Und das zeigt, wie schwer dieser Kampf hier für die Kenianer gegen die Gangs in Haiti ist. Weil sobald ein Gebiet erobert wurde, muss es gehalten werden. Dafür fehlt aber die Manpower, dafür fehlen die Fahrzeuge, dafür fehlt das Personal, um dauerhaft vor Ort zu sein. Das heißt, die Gangs versuchen immer wieder zurückzuschlagen, vorzudringen. Und wenn nicht Nachschub kommt bald, mehr Fahrzeuge, mehr Personal, dann wird es ein sehr schwieriger Kampf hier werden. Doch warum wird der Kampf mit den Gangs ausgerechnet von Polizeikräften aus Kenia ausgetragen? Haiti liegt, rund 12.000 Kilometer weit entfernt von dem ostafrikanischen Entwicklungsland, in der Karibik. Der Staat wird seit Jahren von Bandenkriegen erschüttert. Die Gangs kontrollieren einen großen Teil der Hauptstadt Port-au-Prince. Sie verbreiten Terror, brennen Häuser nieder, töten wahllos, vergewaltigen Frauen und Mädchen. Die Gewalt verschärft die ohnehin schon prekäre Versorgungslage. Mehr als 700.000 Menschen sind nach Angaben der Vereinten Nationen innerhalb Haitis geflohen. Die Hälfte der 11 Millionen Einwohner leidet Hunger. Alle bisherigen UNO-Friedensmissionen sind gescheitert. Jetzt soll eine neue Einsatztruppe das Land stabilisieren. Mindestens 10 Nationen haben die Entsendung von insgesamt rund 2.900 Soldaten zugesagt. Seit Beginn der Mission im Juni sind jedoch nur etwa 430 Soldaten in Haiti angekommen, fast 400 davon aus Kenia. Immerhin, ein großer Teil der kenianischen Polizisten ist kampferprobt. Viele waren in ihrer Heimat im Einsatz gegen die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab. In Port-au-Prince haben sie zunächst den Seehafen unter Kontrolle gebracht, eine wichtige Lebensader für Haiti. Sicher ist es aber auch hier noch nicht. Snipers everywhere. It's very dangerous. It's dangerous. Of course it is. But then we have to keep on pressing on. We cannot leave the gangs to control the area. But then the problem is, the Haitians really need help from the international community. We need to have people supporting us. We need more equipment so that we can be able to push on and on to make sure that the place is safe for the civilian. Viele Herausforderungen also. Die Verantwortlichen aus Kenia blicken aber lieber auf das bisher Erreichte. In befreiten Stadtteilen von Port-au-Prince öffnen wieder Geschäfte, Hotels und Schulen. Doch in weiten Teilen der Stadt stehen weiterhin Barrikaden. In Haiti herrscht noch immer Gewalt. Erst Anfang Oktober richteten Gangs ein Massaker im Norden des Landes an und brachten mindestens 70 Menschen um. Wann wird die Mission endlich zum gewünschten Erfolg führen? Immediately I get whatever I'm talking about in terms of equipment, in terms of personnel, in terms of funding, it's just a matter of time. Because we are aware that the mission mandate has been extended for 1 year. And after 1 year, the expectation from the international community, Haiti has to go for election. Kritiker sagen, es könnte noch viel länger dauern, bis sich die Lage in Haiti beruhigt.
Den wenigen hundert kenianischen Polizisten stehen nach Schätzungen etwa 15.000 Gangmitglieder gegenüber. Und nicht mal die Einheimischen, die von den Soldaten aus Übersee unterstützt werden sollen, sind überzeugt von deren Einsatz. Spricht man mit vielen Haitianerinnen und Haitianern, auch mit der Polizei hier, dann ist die Enttäuschung über die Kenianer oft groß. Sie sagen, wir sind diejenigen, die unsere Stadtteile befreit haben. Wir haben die Drecksarbeit gemacht, vor allem die haitianische Polizei. Die Kenianer bleiben oft eher zurück in der zweiten Reihe, sind nicht aktiv in den harten Kämpfen draußen. Sie verlassen ihre Autos nicht. Also es hat sich viel zum Positiven gewendet hier, aber trotzdem ist die Enttäuschung über die kenianische Mission vielerorts groß. Die Regierungen von Haiti und Kenia fordern die internationale Gemeinschaft immer wieder auf, ihre zugesagte Unterstützung in die Tat umzusetzen, geben sich gleichzeitig aber zuversichtlich. Bei einem Treffen mit Haitis Premierminister kündigte Kenias Präsident William Ruto an, die Mission werde im April 2025 über ausreichend Ressourcen verfügen. 600 weitere kampferprobte Polizisten sollen ab November in Haiti im Einsatz sein. Auch die kommen allesamt aus Kenia.